Baumarktmitarbeiter, wie die Honigbienen, riechen die auf 100 Meter, dass da jemand ist, der was brauchen kennt. Ganz genau. Und wenn sie sowas riechen, verstecken sie sich in der Heimsauna unterm Rindenmulch. Genau. Sag mal, das ist was hier in diesem Land nicht in Ordnung ist. Erst! Es ist zwei Komiker, seid ihr so wohl deppert, ihr wisst ja gar nicht, von was ihr redet. Wisst ihr, was man verdient beim Bauwachs? Setzen Sie ihn nieder, bitte. Was heißt niedersetzen? Wir können es gar kennenlernen. Ist zwar Kasperl hier. Moment. Wenn Sie nichts verdienen, wieso können Sie nicht die Eintrittskarten leisten? Ja, das geht euch überhaupt nichts an. Ihr braucht nicht deppert reden. Das gibt's ja nicht. Ja, dann kommt vierer. Wir reden Sie nur spazieren, das sind Sie nicht da. Fernsehen kann ich daheim auch. Gib die Koppen aber, wenn du redest mit mir. Gib die Koppen aber. Gib die Koppen aber. Die Koppen passen nicht zum Scheinsgesicht. Vorsicht. Was ist mit Vorsicht? Ich habe drei Romis und den deutschen Gleichungspreis. Also Vorsicht. Ich glaube, mich das interessiert. Nur Vorsicht. Mit mir brauchst du den nicht spielen, Alter. Ich war Sternsingern. Ja. Komm her. Na, komm her. Ich habe eine Nahkampfausbildung. Josef, komm. Seid ihr deppert, das zwar. Ich war Caritas sammeln in der Großfeldhilfe. Ja, so schaut's aus.